Grüß euch. Hallo Oberndorf und die Bayerischen sind, glaube ich, auch da. Ich sehe das nicht ganz so pessimistisch wie der Roland, weil ich war schon auf Demos in Wien, wo die Hälften von der Personenanzahl waren. Und deshalb finde ich das echt super, dass in dem Ort, von dem ich noch nicht viel gehört habe, so viele Leute da sind. Wir nehmen unser verfassungsrechtlich verbrieftes Recht auf Versammlungsfreiheit wahr. Und was eine kriminelle Regierung sagt, die es amtlich hat, dass sie die Verfassung bricht, ist für mich DINEF, wird mein Vater sagen. Und es freut mich auch, dass ihr nicht Abstände einhaltet und dass ihr nicht diese entsetzlichen Masken im Gesicht habt, weil das, was... Die Masken sind schon schlimm genug, aber das mit dem Abstand, ich habe ein bisschen nachgedacht in den letzten Tagen, das ist das aller Schlimmste. Und wir überlegen einmal so ein bisschen in der Historie, was wollten denn undemokratische Regenten, dass die Menschen auseinanderbleiben? Was haben sie denn am allermeisten gefürchtet? Dass die Leute zusammenkommen, dass sich der Pöbel, das Gesindel, so wie wir es da sind, ich fühle mich sehr wohl unter euch. Dass wir uns treffen, dass wir uns zusammenrotten, dass wir auf der Straße sind, dass wir eine Front bilden. Und diese Abstandsgeschichten, die haben nichts, aber original gar nichts mit einer Erkrankung zu tun, so wie diese ganze Geschichte nichts mit einer Erkrankung zu tun hat, sondern auf einer völlig anderen Schiene läuft. Und lasst euch bitte nicht einreden, dass jeder des anderen Feind ist, dass jeder gefährlich für den anderen ist. Niemand, der gesund ist, kann einen anderen anstecken. Wer das behauptet, ist falsch informiert oder informiert falsch. Also kommt zusammen, steht zusammen, bleibt zusammen. Weil was kann denn Besseres passieren für ein paar Übergeschnappte, dass sich die Leute anfangen voreinander zu fürchten? Das ist ja wunderbar, wir brauchen ja gar keine Ausländer mehr oder Arbeitslose, Obdachlose oder sonstige Leute. Jeder ist irgendwo des anderen Gegner. Jeder begegnet dem anderen irgendwo mit dem größten Misstrauen. Und auf diese Nummer steigen wir nicht ein. Es bestreitet im Übrigen niemand, dass Menschen schwer an Infektionserkrankungen, auch durch Viren ausgelöst, erkranken können. Niemand bestreitet das. Das wäre auch vermessen und dumm. Was ich bestreite, ist, dass eine Infektionserkrankung, gleich welcher Ursache, in einem industrialisierten Land, und Österreich ist noch ein reiches Land, kann die Allgemeinheit nicht gefährden. Und das war immer so und das wird auch immer so bleiben, sofern wir dieses Land nicht in einen Trümmerhaufen verwandeln. Und ich sage euch was, das Problem ist eigentlich nicht, sind nicht ein paar Übergeschnappte in der Regierung. Das Problem sind wir, weil wir machen das. Wir machen einen Lockdown. Wir haben die Fetzen im Gesicht. Also ich vermute, von denen, die anwesend sind, sind wenig Verdächtige, die das tun, ich mache es auch nicht, aber wir sind nun mal eine Gemeinschaft. Und ich glaube aber, es ist noch niemand vor irgendwem gestanden und hat einem einen Schlüssel umgedreht oder in Fetzen ins Gesicht gehängt. Also der Herr Nehammer war das sicher nicht. Also warum machen wir das? Und wie der Roland das richtig gesagt hat, wir lassen uns einsperren von einem Zettel Papier. Ich meine, wie geht's uns eigentlich? Da kommt ein Zettel Papier, da steht drauf, Sie sind jetzt krank, du bist eingesperrt. Und jeder sagt, okay, bin ich eingesperrt, na gut, was soll ich machen? Ich meine, geht's nur mit uns? Das ist doch wunderbar, wir brauchen keine Justiz mehr, wir brauchen keine Polizei mehr, wir brauchen keine Gerichte mehr, es kommt nur ein Zettel Papier und ein Wattestäbchen und alles läuft. Und da ist jetzt der Punkt erreicht, wo ich sage, wo bitte ist eure rote Linie? Ich meine, meine ist schon seit ungefähr 37 Lichtjahren überschritten. Weil ich habe das schon im März gewusst, dass das alles ein Blödsinn ist und in welche Richtung das geht und dass wir medizinisch überhaupt kein Problem haben. Und jetzt denkt einmal ja jeder so nach.
Wem geht's denn jetzt besser als vor circa einem halben, dreiviertel Jahr? Geht's irgendwem besser? Dir geht's besser. Passt. Ja, persönlich geht's mir auch nicht schlecht, muss ich sagen, komischerweise. Aber es ist immer irgendwo ein diffuses Unwohlsein. Und das kann man es auch nicht sagen, oder? Ja, ja. Also, wem geht's gleich? Ja, weniger. Und wem geht's schlechter? Also, das müssen alle anderen sein. Okay. Geht's irgendjemandem schlechter, weil er so krank ist, weil seine Familie, seine Freunde, seine Umgebung so schwer betroffen durch eine Infektionskrankheit ist? Nein. Keiner. Okay. Hätte mich auch gewundert, hätte statistisch nicht hineingepasst. Also warum geht es uns dann schlechter? Da muss also was anderes sein. An einer Erkrankung liegt es nicht, weil von einer Seuche, die die Zombie-Apokalypse hervorbeschwört, erwarte ich mir schon ein bisschen was Besseres. Also da erwarte ich mir schon, dass jeder sehr kranke Leute kennt, dass es unglaublich viele Krankenstände gibt, dass es eine Übersterblichkeit gibt. Es gibt keine Übersterblichkeit. Im Jahr 2020 werden wir nicht mehr zusammenbringen im Vergleich zu 2019. Und das hat nichts damit zu tun, dass die Wirten zurückkommen. Das hat nichts damit zu tun, dass man die Kinder schikaniert, die Alten im Pflegeheim einsperrt. Also irgendwas passt an der Geschichte nicht zusammen. Und was sowieso zwei negative Triggerwörter für mich sind, ist Gesundheit und Schutz. Da wäre ich hochgradig unrund. Weil ist irgendjemand da, der glaubt, dass man ihn beschützen muss? Irgendeine Chopperlander? Nein. Welcher erwachsene Mensch bitte glaubt, dass man ihn beschützen muss? Ich bin mündig. Ja. Aber was wir schon wollen, und da schließe ich mich ein, ist Sicherheit. Und zwar Sicherheit, dass ich über die Brücken zu die Bohrischen da umgehen kann, meine Freunde, Verwandten besuchen, meine Familie besuchen. Die Sicherheit, dass ich auf Urlaub fahren kann. Die Sicherheit, dass meine Kinder auch morgen in die Schule gehen können und dort nicht schikaniert werden. Die Sicherheit, dass wir nicht die wirtschaftliche Gas abdrehen. Weil wir einfach jetzt sagen, gut, das ist freie Erwerbstätigkeit, ich meine, das ist ja nur ein Grundrecht, das brauchen wir auch nicht, das wird so quasi überschätzt. Das ist die Sicherheit, die wir wollen. Dass das Straßennetz funktioniert, dass man sich darauf verlassen kann, dass hier nicht Polizeistaat, sondern rechtsstaatliche Methoden angewandt werden. Und das ist auch ein Appell an die Exekutive. Also mit Verlaub, aber was sich der öffentliche Dienst da in den letzten Monaten leistet, das ist ja peinlich. Sind öffentlich Bedienstete da? Traut sich keiner? Das ist ein Armutszeugnis für einen Rechtsstaat. Also wir kennen euch da schon Geschichten erzählen, da Roman und ich, das glaubst du nicht. Ja, da glaubst, das ist erfunden oder vom Kafka ausgekupft. Ganz üble Sache. Und dazu zählen auch Polizeistaatmethoden. Was ist jetzt der Unterschied zwischen einem Polizei und einem Rechtsstaat? In einem Rechtsstaat exekutiert die Exekutive, im Übrigen ist nicht nur die Exekutive, sondern auch Behörden, die Gesetze. Und in einem Polizeistaat exekutiert die Exekutive, jetzt kommt das Wort wieder, die Meinung eines Ministers, einer Regierung, die eigene, vom Nachbarn, vom Vorgesetzten. Und genau das ist aber passiert, Herr Nehammer, das geht an Sie, können Sie sich noch erinnern? Ich vergiss nichts, da können Sie sich sicher sein, Nehammer, weil hier sind Sie keiner. Und Sie haben es auch schon amtlich. Sie haben sich hingestellt im Fernsehen und öffentlich falsche, Sie haben gelogen. Sie haben gelogen, davon steige ich nicht runter, weil Sie müssen es besser gewusst haben. Und da kommen Sie mal nicht aus der Geschichte. Und Sie haben gesagt, ja, es gibt eine Ausgangssperre, man darf das und das und das nicht. Und das wurde dann tatsächlich von der Polizei auch exekutiert. Und falls irgendwelche Beamtinnen oder Beamten das jetzt hören, die da vorne dabei waren und sie vielleicht nur gut vorkommen, dass man nicht einmal die eigenen Gesetzesgrundlagen kennt, die Jugendliche schikaniert haben, die Leute vom Bankerl aufgetrieben haben und Kinder vom Kinderspielplatz vertrieben haben. Ich meine, wie geht's denn euch? Was glaubt's denn eigentlich? Das sind Polizeistaatmethoden. Und Nehammer, Sie haben es eh amtlich. Das Verwaltungsgerichtshof in Niederösterreich hat etliche dieser Strafen aufgehoben. Und das ist ein Skandal, stellen Sie sich einmal ins Fernsehen und sagen das vielleicht. Tolerieren werden wir das in Zukunft sicher nicht.
weil wir sind nicht so blöd, wie wir ausschauen. Es gibt Leute in der Republik, die glauben, wir sind wirklich so deppert. Aber das ist ein Irrtum und wir lassen uns auch nicht von Zetteln einsperren. Eine Bekannte hat einen Bescheid gekriegt, da ist drauf gestanden. Komischerweise war das so ein bisschen formuliert, wie ich das immer formuliere. Also vielleicht hört mir da jemand zu, nur was halt im Sinn verdreht. Weil das hat man dann doch wieder nicht zusammengekriegt. Also in dem Bescheid ist gestanden, es wurde jetzt festgestellt, dass sie krank ist und sich in Quarantäne zu begeben hat. Dann habe ich gesagt, fällt da was? Sagt sie, nein. Aber es steht am Zettel und deshalb glaubst du das oder machst das. Das ist ein Sittenbild der Zustände der Behörden in diesem Land und das ist kein Einzelfall. Und da sage ich, liebe Freunde, so nicht. Und was ich auch oft höre, ist die Angst. Aber ich hab Angst, naja, und ich traue mich nicht und kann mir was passieren und darf man das? Ich sage, liebe Freunde, ich meine, seid ihr erwachsen? Erwachsener Mensch hat doch keine Angst, bitte. Wer hat Angst? Vor Spinnen? Ja. Aber doch nicht vor Dingen, die vielleicht sein könnten. Der Roland hat das schon gesagt, da gibt es diesen Begriff der Gedankenhunde. Ja, die galoppieren immer vor und sagen, was könnte sein, was kann mir passieren und was wird sein und was kann sein. Diese Hundsviecher, die sollen einmal am Platz bleiben und die Gedanken galoppieren nicht irgendwo hin, was sein könnte, sondern jetzt überlegen wir mal, was kann man selbst jetzt machen? Vor was habe ich mehr Angst? Vor dem, was sein könnte oder vor dem, was eh schon ist? Und ich frage euch, wo ist die rote Linie? Was noch? Was lassen wir uns noch alles gefallen? Und dann möchte ich auch noch eins zu den Masken sagen. Ich sehe hier erfreulicherweise keine. Diese Masken sind ein Verbrechen, weil sie machen uns krank. Nicht nur, dass sie eine Infektionskrankheit nie im Leben aufhalten können, schon gar nicht so, wie sie gebraucht werden. Viren sind nämlich viel kleiner als die Poren in diesen Fetzen. Außerdem, was glaubt ihr denn, wo die Luft vorbeigeht in der Masken? Glaubt irgendjemand, dass das ein Fütter, also eine Gasmasken auf beide Seiten ist? Also das muss man mal vorhupfen. Im Übrigen haben auch Gasmasken immer nur den Filter dafür, was man einatmet und nicht, was man ausatmet. Aber es ist ja schon, Entschuldigung, habe ich vergessen, ist schon gefährlich. Ausatmen darf man nicht, um Gottes Willen, und das CO2. Also diese Masken helfen garantiert nichts und das ist evident gegen die Ausbreitung einer Infektionskrankheit. Aber sie machen uns krank und das ist eine sehr einfache naturwissenschaftliche Überlegung. Ist irgendjemand aus dem medizinischen Bereich da? Roland, du zählst nicht? Gut. Hyperkapnie, hat das schon mal gehört? Der Mensch atmet ins Freie ab und das hat einen guten Grund. Man atmet nämlich Kohlendioxid, CO2, ab mit der Atemluft und den Sauerstoff wieder ein. Mit der Sauerstoffeinatmung hat man mit der Maske so gut wie kein Problem. Aber das Problem ist die CO2-Konzentration, die sich unter der Maske ansammelt. Das ist ein Gas, das schwerer ist als Luft. Und das kann man in einer sehr einfachen Versuchsanordnung messen. Das wurde auch mehrfach gemacht. Und was da für Werte rauskommen, da hebt es dir erst die Schuhe. Der Arbeitsinspektor wird da ein bisschen Schwierigkeiten machen, wenn die Raumluftkonzentration über 0,5 Volumensprozent liegt. Das ist der zulässige Grenzwert für CO2, für Kohlendioxid in Räumen. Unter der Maske hast du noch 1, 2, 3 Minuten das 5, 6, 7-fache dieser Konzentration. Also das ist der dunkle Wahnsinn und es ist gesundheitsschädlich. Wer von euch kriegt Schädelweh von dem Fetzen? Wem wird schwindelig? Wer ist schon mal umgefallen? Wer hat Konzentrationsschwierigkeiten? Ich sage euch, ihr seid in guter Gesellschaft mit 8 Milliarden Menschen auf der Welt, weil das ist die physiologische Antwort des Körpers auf eine zu hohe CO2-Konzentration. Ab 10 Volumensprozent ist tödlich, ab 5 wirkt narkotisierend und drunter hat es halt die beschriebenen Wirkungen. Und wer kennt es, wenn man jemanden, der sich fürchterlich erregt, in einen Sackel atmen lässt? Nicht dann, aber wisst ihr, warum sich die beruhigen? Nicht, weil sie jetzt eingesehen haben, dass es keinen Grund für die Aufregung gibt, sondern weil die durch ihre eigene CO2-Rückatmung, und der Sackel ist dicht, relativ dicht, narkotisiert werden, die werden betäubt. Und das ist genau das, was in diesen Masken passiert. Das ist für Erwachsene schon unschön, für Schwangere ist es absolut kontraindiziert, man produziert damit behinderte Kinder. Und für Kinder oder Jugendliche ist das eine
komplette Katastrophe, weil das ist giftig fürs Nervensystem. Aber es scheint so, als ob sie manche Leute gern vergiften oder als ob man vergiftet werden sollen. Und ich sage das jetzt, so wahr ich hier stehe und ganz offen zu euch allen. Jeder, der einem Kind eine Maske aufsetzt, ist ein Verbrecher und von dem steige ich nicht runter. Und dass man sich in diesen Plastikfetzen einen Bakterien-, Pilz- und Virenkultur macht, das versteht sich ja von selbst. Ich glaube, weiß jeder, wie züchtet man Mikroorganismen an in einem Brutkasten, da ist feucht und warm. Was ist hinter der Maske? Feucht und warm. Na wunderbar. Und das atmen wir dann gleich wieder in die Schleimhäute ein und passt schon wieder. Das hat eben einen Grund, warum der Mensch ins Freie weghustet. Oder in die Armbeuge, weil da wird es trocken und denaturiert. In der Maske ist schön warm und feiert fröhliche Urstände. Dann steckt man es in die Hosentaschen, da brütet es noch ein bisschen vor sich hin und dann setzt man sich gleich wieder auf. Also das ist einfach der dunkle Wahnsinn und da braucht man weder eine Wissenschaftler noch einen Arzt noch besonders gebildet oder intelligent sein. Das leuchtet doch bitte jeden ein und helfen tut es gar nichts. Und was noch dazu kommt, ist die psychosoziale Komponente, die eine komplette Katastrophe ist. Der Mensch ist durch die Entwicklungsgeschichte darauf trainiert und geprägt, unbewusst, dass wir in der Mimik lesen. Ja, wenn ich jemanden anschaue, dann sehe ich so ungefähr, was denkt der, hört mir der zu, ist der angezipft, kann mit der nicht leiden, will mit der gleich auffressen, will der flüchten, ähnliche Dinge. Ja, wir integrieren das gleich, wir lesen auch von den Lippen ab. Erwachsene können das ein bisschen kompensieren noch, aber Kinder können das gar nicht. Und Kinder lernen auch zu sprechen, indem sie von den Lippen ablesen. Das passiert alles nicht mehr. Und ganz ehrlich, wem ist das nicht ungut in ein maskiertes Gesicht schauen? Das mag keiner gern. Das depersonalisiert. Und wenn wir mal so ein bisschen zurückdenken in der Historie, wer hat denn eine Maske getragen, damit man ihn nicht erkennt? Der Scharfrichter, der dich ums Eck gebracht hat, gefoltert, gerädert und aufgehängt dann hat. Und heute tragen das noch Sondereinheiten der Polizei und des Militärs, und zwar die Damen und Herren, mit denen nicht gut Kirschen essen ist. Und das hat einen Grund, die sind uniformiert. Du kannst ihr Gesicht nicht sehen, diese Menschen sind depersonalisiert. Und das hat einen Grund, du sollst den oder die nicht erkennen als Individuum, als Person, mit dem du in Kontakt treten kannst. Das soll alles ein Einheitsbrei sein und du sollst die möglichst fürchten und die Angst behindert das logische Denken und dann bist leichte Beute für solche Leute. Und ist Angst so schön? Hör mal raus aus dieser Angst, das ist ja fürchterlich. Und dann noch ein Wort zur Gesundheit. Das ist auch ein Wort, das ich überhaupt nicht leiden mag. Weil Gesundheit ist keine Blase, die über jeden drüber gestülpt ist und das gilt dann für alle. Und ich kann euch garantieren, kein einziger von euch ist ganz gesund. Kein einziger ist ganz krank, weil niemand ist moribund, aber niemand ist gesund. Ich sehe Brillen, der Hust, ich sehe dicke Leute, dünne Leute, ich sehe Raucher, Bluthochdruck, künstliche Hüften, Krebs etc. Ich hab's mit der Schilddrüse, ich bin chronisch krank, ich armer Mensch. So, und jetzt ist die Frage, ist das so wichtig? Gibt's noch irgendwas anderes vielleicht da? Gibt's eine Lebensqualität? Ich möchte der Lebensquantität. Ich möchte der Lebensquantität jetzt nicht ihre Berechtigung absprechen, aber die Qualität hat schon einen sehr hohen Stellenwert. Und wo ich auch richtig aggressiv zum Teil werden kann, ist bei dieser Invektive, bleib gesund. Dieser Befehl, ja bitte, was soll denn das? Erstens einmal hört mir keiner was an zum Schaffen. Und ich sage dann immer, ich bin nicht gesund, bin chronisch krank. Und was machen wir jetzt? Dann ist immer so, bin sicher, hier sind Menschen, die sind chronisch erkrankt. Die werden nie wieder gesund. Die sind einfach chronisch krank, aber die Lebensqualität ist trotzdem hoch. Mein Vater ist doppelt Bein amputiert. Ja, Herz schlecht, Sicht schlecht. Mit dem Herz hat das, ist Kregel um unter. Soll ich zu dem sagen, bleib gesund? Und was soll diese Drohung immer? Ja, und wenn nicht, was ist dann? Aber wir sehen ja eh, was ist, wenn dann. Wenn, dann darfst du aber nirgends mehr hin. Wenn, dann darfst du nicht.
Und diese Erpressungsmaschinerie, und das ist eine reine Erpressungsmaschinerie, sonst gar nichts, die muss jetzt einmal durchbrochen werden. Und das geht nur Fetzen weg, Test weg, und dann haben wir auch kein Problem mehr mit Corona. Jawohl. Dann habe ich auch noch eine enttäuschende Nachricht. Im Übrigen ist jeder Mensch immer potenziell infektiös, weil allein in unserem Darm leben 1,5 Kilo Darmbakterien. So, was machen wir jetzt? Und auf der Haut sowieso und in den Augenbrauen wohnen Milben und was weiß der Kuckuck was. Ja, also eigentlich ist potenziell immer jeder infektiös. Naja, und wie geht es jetzt weiter? Ja, man kann ja dieses Spiel auch weiterspielen. So, okay, ist so und was ist dann? Das wird sich nicht ändern, ne? Weil Viren gibt es seit 3 Milliarden Jahren, Bakterien noch nicht ganz so lange, aber sicher schon länger als ein Mensch. Naja, und was tun wir jetzt? Also muss jetzt jeder aufhängen, im Keller einsperren? Oder wo ist denn da ein vernünftiges Szenario? Was wollen wir denn weiterhin? Und ich kann nur sagen, jeder, der das nicht will, der muss halt einmal sich hinstellen und sagen, nein, mache ich nicht. Tue einfach nicht. Ende Gelände. Und die Frage, naja, was dann kann mir was passieren? Ja, das ist möglich. Kann schon sein. Aber was jetzt passiert, das empfinde ich als weitaus schlimmer. Ja, aber vielleicht noch einmal ganz kurz zu dieser Erkrankung. Wie gesagt, ich habe noch eine schlechte Nachricht. Ein Spital ist immer voll. Also, war schon mal wer in einem Spital? Ja, aber ich bin lange. War das Bredel eben voll oder war es leer? Immer voll. Nee, immer voll, deshalb haben wir sie ja. Auch Intensivstationen sind immer mehr oder weniger voll. Das geht azyklisch, weil man das ja nicht so genau bemessen kann wie auf einer Normalstation mit elektiven Eingriffen, aber es ist immer voll. Und im Winter gibt es eine Übersterblichkeit, weil die Menschen an Atemwegserkrankungen erkranken und versterben. Das ist halt so. Jetzt hat man in Österreich einmal zur Kenntnis nehmen müssen, dass Menschen versterben. Es ist so. Und wer hat sich gekümmert bitte um eine Intensivstation bis jetzt? Ich meine, wer hat sich um das irgendwie geschert, außer natürlich das Personal, das dort ist? Und wenn vor einem Jahr jemand aufgetaucht wäre im Spital und gesagt hätte, ein Minister oder ein Politiker oder eine Politikerin gesagt hätte, naja, was sind denn eure Probleme? Dann hätte er gehört, wir haben zu wenig Personal, zu wenig Betten, das ist immer ein bisschen subjektiv, weil das stimmt eigentlich nicht wirklich, aber Personal haben wir immer zu wenig und fürchterliche Arbeitszeiten und zu viel Stress und zu viel Computer. Wenn der dann gesagt hat, ja, ich habe aber eine Lösung für diese vielen kranken Patienten, die hier herumkugeln, weil die Menschen sind halt alt und krank im Spital, das lässt sich nicht verhindern. Wir sperren jetzt einmal die Wirten zu und jeder muss einen Fetzen im Gesicht tragen und die Geschäfte sperren wir auch zu, aber nicht alle und rausgehen sollte man eigentlich auch nur mal zu einer bestimmten Zeit. Was heißt macht? Also wenn es höflich bist, hast du gesagt, ja danke, wieder schauen. Ja? Und wieder der Arbeit nachgegangen. Und jetzt wird auf uns auf einmal eingeredet, das ist jetzt ein kausaler Zusammenhang zwischen dem, was man da macht, die Leute in den Wahnsinn treiben, das ist ja nur Gaslighting, was hier passiert, und einer Infektionskrankheit. Und das ist einfach gelogen und die Regierung hat es, wie gesagt, amtlich durch das Erkenntnis des VfGH, aber da würde euch jetzt der Roman ein bisschen mehr davon erzählen, weil der kennt sich da besser aus. Danke. Und eins möchte ich noch sagen. Es gibt immer wieder Leute, die glauben, sie können mich einschüchtern, weil sie Bezirkshauptmänner sind. Herr Ingenieur Magister Kreisel, das geht an Sie, was Sie sich da vorgestern geleistet haben in Oberösterreich, im Perg. Inklusive ihrer Exekutive, das war ja eigentlich peinlich. Aber wenn irgendjemand glaubt, er kann mich einschüchtern, wenn er Uniform hat oder wenn er vielleicht den einen oder anderen Zentimeter größer ist als ich, da habt ihr geschnitten mit mir. Ich fürchte nach wie vor nichts und niemanden. Und ich stirb lieber aufrecht stehend, als dass ich mich demütigen lasse und irgendwo im Dreck herumfalle.